Hallo, Halli beim Lenkbach-Vlog. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, das ist ja super. Von und zu überhaupt. Ui, da falle ich gleich um. Da steht nämlich gerade ein DPD-Transport-Genie-Meister. Der hat mir meine Einfahrt da ein bisschen blockiert. Ja, folgendes. Ich bin am Weg zum Mechaniker und da habe ich mir gedacht, unterhalten wir uns ein bisschen. Ja, es ist zwar Dienstag geworden, aber ich habe angekündigt, dass ich euch vom Sonntag noch was zu erzählen habe. Und ich rede jetzt nicht vom leckeren Essen, vom Samstag, vom Griechen. Mir ist übrigens eingefallen, was mich beim Zirkus noch geärgert hat. Eines hat mich geärgert, das habe ich euch ja gesagt beim Zirkusbelly, das war diese Bettelei. Ich meine, die Kids machen das ganz super und wunderbar, aber Eintritt, Tierschau, Ponyreiten und Bettelei, nö, passt nicht. Und dann vor allem, was ja das Relevante ist, dass man behauptet, dass dieses Geld, das man da einsammelt, für die Ausbildung der Kinder verwendet wird, was ja nicht stimmt. Ganz netto. Die Kinder werden nicht ausgebildet, die lernen das im Zirkus zu Hause. Also, ja. Egal, das war das, was mich gestört hat, ist ein Schmäh. Kann man jetzt sagen, naja, vielleicht sparen sie es. Ja, vielleicht sparen sie es, keine Ahnung. Was mich aber wirklich an jedem Zirkus meistens oft wirklich stört, und das habe ich schon öfter erwähnt und ich werde es jetzt wieder erwähnen und jedes Mal, wenn es mich betrifft, werde ich es wieder erwähnen, dass man die Pause ankündigt. So, liebes Publikum, wir machen jetzt 10 bis 15 Minuten Pause. Zwecks Requisitenumbau in der Manege. Ja, das sagen sie. Die Wahrheit ist, wir machen jetzt Pause, damit sie euch 2 Euro Tierschaukarten kauft und zu den Viechern geht, um ihr ein bisschen Geld verdienen. Deswegen macht man Pause. Warum sage ich das so plakativ? Weil, wenn du nach der Tierschau wieder ins Zelt kommst, sich nichts verändert hat und auch alle Mitarbeiter des Zirkus sind nach der Pause, also in der Pause, entweder draußen bei der Tierschau und schauen, dass die Leute nicht die Viecher zerstören, oder sie stehen beim Buffet und verkaufen Popcorn und Co. Oder sie stehen am Eingang der Tierschau und kassieren. Also deshalb ist das eine Lüge. Und das passt für mich nicht. Das finde ich echt höchst problematisch. Tja, so viel wollte ich noch zum Zirkus sagen. Und bevor ich euch jetzt die tollen Dinge erzähle, zeige ich euch noch die blauen Wolken mit den schönen Musikteilen. Denn die blauen Wolken und die schöne Musik, die gehören zum Lenkbach-Vlog. Da sind wir also wieder nach den blauen Wolken. Folgendes. Ich wollte euch etwas erzählen. Am Sonntag, so gegen 10.30 Uhr ungefähr, vielleicht war es auch schon 11 Uhr, bin ich zu meinen Dartautomaten gegangen. Ich habe einen Löwen-Dart SM94. 94 ist das Baujahr. Ein ganz wunderschöner Butzi, den habe ich mir gekauft. Der hat geklemmt, der war sauber, der war in der alten Spielhalle. Und in der alten Spielhalle ist er lange Zeit gestanden, parallel zu meinem zweiten Dartautomaten der Firma Löwe, den SM92. Ja, der aufmerksame Zuhörer hat bemerkt, oh, 2 Jahre nur Unterschied, die sind sich wohl ziemlich ähnlich, die 2 Geräte. Ja, ihr habt recht. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, wie ich die Spielhalle aufgelöst habe. Also, kurz mal, immer 2 davon, denn wenn einer nicht funktioniert, können die Gäste den anderen verwenden. Das habe ich immer so gemacht. Ich hatte 2 Billardtische, 2 Dartautomaten, ich habe jetzt 2 Servicerechner, mit denen ich arbeiten kann. Ich habe alles doppelt. Ich bin ein Schiff. Ich bin ein Schiff und ein Flugzeug. Im Schiff und im Flugzeug ist auch alles doppelt, sofern das Flugzeug fliegt und das Schiff auf einem fließenden Gewässer ist. Wenn es ein Schiff am Wörthersee ist, braucht es nichts doppelt, denn am Wörthersee ist es schnurzpipi, egal wenn das Schiff irgendwo liegen bleibt, weil es ja nicht davon schwimmt. Ha! Außer es geht ein starker Wind, dann kann es sein, dass ich mich nicht. Gut, zurück zum Thema.
Also habe ich mich entschieden, den SM92 zu verkaufen damals. Warum habe ich damals den 92er verkauft? Ich glaube, weil der 94er schöner war. Der 94er war optisch in einem Tip-Top-Zustand. Keine Macken, keine Kratzer, kein gar nichts. So, dann habe ich die Spielhalle eben zugesperrt und in die Spielhalle ganz viele Flipper reingestapelt. Das war noch lange, bevor mir das Gebäude gehört hat. Und das war lange, bevor es erweitert wurde, dass jetzt mehr Platz für Flipper ist. Und das war lange, bevor ich meine Videospiele verkauft habe. Also diese Racer. Und da war dann ein Platzproblem. Ja, Flipper waren im ganzen Gelände verteilt. Und im Öllager waren Flipper und dort waren Flipper und da waren Flipper und überall. Und das war schrecklich. Und da wollte ich einfach Platz schaffen. Und deshalb habe ich dann diesen SM94 Dartautomaten umgeklappt. Den kann man so umklappen. Ganz super Sache. Und ihn ins Flipperlager, ins Untergeschoss gebracht. Und da ist er dann ganz hinten gestanden. Das Flipperlager ist das ehemalige Hühnerstallgebäude. Das heißt, das ist sehr lang und schmal und das war die Kotabteilung. Also dort der Bereich, wo der Gacka-Bereich des Huhns hinunterfällt. Dort unten ganz hinten lange dünne Schläuche, in die man mit dem kleinen Traktor hineingefahren ist und den Mist rausgeholt hat. Da hinten habe ich ihn dann eingelagert. Natürlich nachdem dort gereinigt wurde. Also das haben wir schon vor vielen Jahren gereinigt. So, und dort ist er dann gestanden. Im Laufe der Zeit sind immer mehr Sachen reingekommen. Unter anderem ist mein Rayson hingekommen, mein Zweisitzer Racer. Es ist hingekommen ein Winding Heat, ein, wie hat der Kasten? Winding Heat ist jetzt noch da und der andere. Exhaust Note ist hingekommen, zwei kleine so doppelwandigen Öltanks sind hingekommen, die Dachziegel sind hingekommen, die restlichen. Es sind hingekommen diverse Fallschutzgitter, es sind hingekommen Anhänger, Traktoren, Holz und. Also der Dartautomat, der war ganz weit hin. Ja, da ist er gestanden. Und jetzt vor ein paar Wochen habe ich ja diesen Exhaust Note verkauft, überraschenderweise. Was zur Folge hatte, dass ich den Dartautomaten gesehen habe und mir gesagt habe, ah, da ist er. Hab schon überlegt, wo ist er denn überhaupt? Und beschlossen, den zu holen. Dann bin ich vor kurzem mal gefahren mit dem Grasschnitt, wie ich gemäht habe, ihr erinnert euch. Habe das Grasschnittzeug zum Bau aufgebracht und da hatte ich den Anhänger und da habe ich den Dartautomaten auf den Anhänger geschmissen, habe ihn in den Hof geführt und mal neben den Airhockey-Tisch hingestellt. Den habe ich dann aufgeklappt, war entsetzt, wie er ausschaut, entsetzt, wie rostig er ist und habe ihn dort stehen lassen. So. Dann am Sonntag habe ich begonnen, den mit dem Staubsauger abzusaugen und so, jetzt probieren wir mal aus, ob er geht. Steckt das Ding an den Strom an, natürlich nachdem ich kontrolliert habe, ob irgendwelche Batterieschäden oder sonstige Sachen sind. Und das Ding ist sofort in den Attract-Mode gegangen. Das heißt, das hat funktioniert. Schön! Wunderbar! Jetzt brauchen wir nur meinen Freispielschalter, denn es ist ja kein Münzprüfer drin. So, dann schaue ich auf die CPU-Platine und sehe den Stecker, der so ausschaut wie der Stecker des Münzprüfers. Ein 10-poliger Stecker, zweireihig, Flachbandkabel. Münzprüfer ist genau dasselbe. Ich dachte, fein, bin zum Computer gegangen, habe mir so ein Kabel geholt. Also ein Kabel war im Automat, das wollte ich nicht abschneiden, jetzt habe ich es abgesteckt, habe mein Kabel geholt aus dem Lager, habe mir die Pins rausgesucht für 12 Volt und Kanal 1, Signalgebung, Pin 2 und 7. Ich glaube 2 und 7 waren die Pins. Habe die kurz geschlossen, habe das angesteckt. Und es ist nichts passiert, auch kein Signal. Ich habe mir gedacht, na gut, dann wird wohl der Pin 1 der ohne Markierung sein. Also normal ist Pin 1 rot markiert und dann ist es vielleicht umgekehrt. Bin nochmal zum Computer gegangen, habe geschaut, ob auf diesen Leitungen, wenn ich den Stecker verdrehe, soll es nicht stimmen, nichts schief gehen kann. Nein, es waren zwei Signalleitungen, da kann nicht sein, wenn man die kurz schließt. Hab's angesteckt und dann hat es plötzlich so eigenartig gerochen. Das Gerät ist eingefroren und es hat so eigenartig gerochen.
Habe ich abgeschalten, abgesteckt, wieder eingeschalten, tot. Dann habe ich mich mal engagiert und habe da ein bisschen geguckt nach der Anleitung dieses Automaten und habe festgestellt, dass dieser Stecker nicht für die Münzprüfer ist, sondern für den Infrarotsensor. Der Münzprüfer ist woanders angeschlossen und das Kabel dafür hat man schon zerpflückt. Bin nicht begeistert gewesen. Mit anderen Worten, ich habe 12 Volt plus und 12 Volt minus kurz geschlossen. Effekt, Gerät tot. Und wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Darüber reden wir nochmal. Es ist was ganz Spannendes passiert. Die Firma Engelmann hat mir ihr Büro angeboten, dass ich hier, während ich auf mein Auto warte, ich habe nämlich entschieden, dass ich warte, weil ich, ob ich jetzt da hocke oder daheim hocke, ist egal. Ich hatte ursprünglich vor, dann meine Schreiben fürs Gericht weiterzuarbeiten heute, ist aber nichts geworden. Ich habe nämlich schon fertig. Und deshalb habe ich mir das mitgenommen. Ja, ich habe auch ein Notebook mit, falls ein Kunde anruft und ihn ein Problem hat, am Montag ist das ja öfter der Fall, kann ich reagieren. Aber grundsätzlich baue ich jetzt Lego. Jetzt werden Sie fragen, was ist denn das für ein Lego, was du dir da mitgenommen hast? Das ist die 8070, so ein Supercar. Das ist irgendwie das, was man dann im Jahr 2011 oder so, wo das rausgekommen ist, ich glaube 2011, ja, hat man das als Nachfolger der Flaggschiffmodelle verkauft, sage ich jetzt mal. Die Flaggschiffmodelle, das waren diese großartigen Testcars und Supercars und die 8880 oder die 8250, glaube ich, oder so. Und das allererste natürlich, das Fahrzeuggestell und das zweite mit dem Boxermotor, die hat man da als Supercars verkauft. Und jetzt verkauft man sowas. Mir fehlt die Persönlichkeit total, aber natürlich ist es Technik und deshalb ist es interessant. So. Und ja, es ist 2011, das heißt, es sollte schon im Kindergarten sein und da wird es auch demnächst hinkommen. Ich wollte noch kurz zum Tatautomat etwas sagen. Also ehrlich gesagt, das hat mich schon mega frustriert. Ich kann jetzt natürlich sagen, okay, ich hatte in meinem Leben 2 Löwendarts. Das ist nicht viel, ich hatte auch 2 Novodarts, aber irgendwie habe ich die nicht gemocht. Das waren irgendwie so schlappig zusammen. Das hat so ein bisschen an Fotoplay erinnert, die Novodarts. Die habe ich damals vom Camper auch gekauft, einen zumindest. Und die haben mich nie so begeistert. Und deshalb habe ich die dann eher verkauft und bin auf die Löwen umgestiegen. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich in der Sport- und Fitnessunion, wo ich damals begonnen habe, da zu spielen, jetzt kann ich es nicht mehr, aber damals konnte ich es ein bisschen, da stand ein Löwendart, allerdings der 89er, wo ich mich immer angehaut habe. Das war ganz spannend, da können wir auch mal drüber reden. Ja, jetzt kann man sagen, okay, du hast da jetzt nicht aufgepasst, du hast schlampert geschaut, du hast mit Dartautomaten nicht so viel, nichts am Hut eigentlich die letzten 15 Jahre. Das ist jetzt nicht so tragisch, wenn du da einen schießt, kann man sagen. Man kann aber auch sagen, man könnte vorher in die Anleitung schauen oder das Kabel verfolgen und nicht automatisch davon ausgehen, nur weil das Kabel so aussieht, ist es das Kabel. Aber es ist höchst peinlich. Also es ist mir ausgesprochen unangenehm und das ärgert mich massiv, dass ich diesen Automaten geschossen habe. Und jetzt ist die Frage, das ist nämlich jetzt, das Glas ist halb voll, ja. Das Glas ist halt voll, ja, der ist jetzt kaputt. Was tun wir? Ich habe per Nase definiert, welche 3 ICs da gestunken haben. Es macht aber überhaupt keine Logik, dass diese ICs hin sind, weil die überhaupt nichts mit der Spannungsversorgung zu tun haben. Und wenn ich 12 Volt kurz schließe, könnte es nur sein, dass irgendein Spannungsregler dann die 5 Volt hochfährt, dass die schießen. Aber warum soll es sonst kaputt gehen? Ich war ja nicht auf Datenleitungen. Ich war in der Versorgungsspannung, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe es jetzt aufgeschrieben. Ja? Wir haben den großen Vorteil. Wir wissen genau, warum dieses Board kaputt ist. Ich weiß genau, was ich gemacht habe, dass es kaputt gegangen ist. Ich weiß, wo der Kurzschluss war. Ich habe einen Schaltplan für dieses Board. Und jetzt könnte ich sagen, jetzt hole ich mir einen Elektroniker und der soll das machen. Oder aber, ich sage, ich starte einen neuen YouTube-Kanal, auf den ich
mit null Wissen, das ich habe, ich habe ja null Wissen, was Elektronik betrifft, also null, ich habe fast kein Wissen, was Elektronik betrifft, ich weiß, was ein Transistor ist, ich weiß, was eine Diode ist, was ein Widerstand ist, aber wirklich auskennen tue ich nicht. Mit diesem null Wissen starte ich einen YouTube-Kanal und als erstes Projekt versuche ich auf diesem neuen YouTube-Kanal dieses Board zu reparieren. Das wäre doch ein Projekt, oder? So ein Bastel-Elektronik-YouTube-Kanal. Da gibt es ein paar Kollegen, die das machen, da Adrian Spaceman, Ed Bitger ist im entferntesten so. Und es gibt noch ein paar andere, da schaue ich einige, weil die ganz witzig sind. Und im Laufe der Zeit ist mir aufgefallen, die Typen haben überhaupt keine Ahnung von dem, was sie da machen. Die basteln genauso herum, wie ich jetzt an einem Traktor, wenn ich schraube. Und das kann ich doch auch. Wäre doch witzig, wenn ich das dokumentiere. Dann könnte ich zumindest genau wissen, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Was meint ihr? Machen wir noch einen YouTube-Kanal? Das wäre dann der 150. Muss ich noch schauen, ob es noch einen Browser gibt. Ich habe schon überlegt, ob ich eigene Benutzer-Accounts mache am Rechner für jeden YouTube-Kanal. Wäre wahrscheinlich das Sinnvolle. Tja, das wollte ich euch noch sagen. Und ich glaube, jetzt habe ich wirklich genug geredet. Und machen wir mal die Covid-Zahlen. So machen wir das. Gut, dass wir nicht mehr so viel testen, dann haben wir auch nicht so viele Covid-Zahlen. Während ein Stoff, der auf mir herumhüpft, lese ich euch die Zahlen für den 12.04.2022 vor. Da macht er lustige Sachen. 8.631 laborbestätigte Fälle, 9.377 neue Fälle, 45 Verstorbene, 17.639 Genesene, 10.040,8 ist die 7-Tage-Inzidenz, 4.052.975 laborbestätigte Fälle, 141.851 aktive Fälle, 2.248 im Spital ohne Intensiv, 192 auf der Intensiv, 179.667.360 Testungen, 16.129 Verstorbene und 3.894.995 Genesene. Ja, das war's schon wieder von diesem Neulenkbar-Vlog. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Das ist sehr nett von euch. Ich hoffe, euch geht so gut wie mir. Ich genieße mein Leben und baue fleißig Lego und genieße das Wetter und überhaupt. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem buntgestreiften YouTube-Kanal, dem mit dem grünen Gurkel. Jetzt kommen noch die blauen Wolken, denn die gehören zum Neulenkbar-Vlog.